Was, wirklich? Was im Ernst? Nein! Crazy! Ich hätte nie gedacht, dass die das so lange geheim halten können. Blaue Bisterrand. Rote Tor. Weißer Schnee. Dans le temps, on allait à la forêt marauder des sacs entiers de rameaux de sapin. Ensuite, on les plantait les uns après les autres au bord des pistes. En 2002, ils ont eu la grande idée, la couleur de piste. En im gleichen Jahr ist der Kari zurückgekommen von der Österreicher. Bernhard Russi hat Angst, quasi wir nehmen euch die Verantwortung. Den meisten tut das gut, da wissen sie wenigstens, wo sie hinfahren müssen. Der Bruno? Das ist ein Topmann. Jusqu'à 5 km. Quel toll pour nous, les peintres. Weißt du, da muss sich keiner überschätzen, oder? Dann ist man mit seiner blauen Farbe schon über die Ski gefahren. Ja, ja, und Picasso hat das auch schon gesagt. Aber ich glaube, dem seine blaue Phase ist der schon deutlich kürzer gewesen. Ich bin nicht so ein Spezialist für Kunst. Warum ist der echt blau? Dès le début, les couleurs étaient exactement définies. Ich habe mich noch gefragt, warum es die so für das Blau kämpfen. Und wie seid ihr auf das gekommen? Weiß ich nicht mehr. Das habe ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Moment, Horti. Da läutet es später. Hi, Bruno. Hi, Julia. Is that really true what they say about the color on the slopes? Wenn es tatsächlich so wäre, dann wäre das ein genialer Schachzug vom Hauptsponsor. Bei der Feier von meinem Lauberhorn-Sieg hat sich der Pistenfärber verschnurrt. J'ai cru devoir emporter ça de ma tombe. Aber das ist natürlich unter uns geblieben. Von Bruno zu Bruno. Das ist jetzt aber nicht wahr, oder? Yes, it is. That's really cheeky. Jede Weltcup-Piste in der Swisscom-Farbe. Sicher nicht. Die grösste Werbefläche der Welt, allein bei der Lauberhornabfahrt. In 70 Ländern. Super Tempo, gegen schon volles Risiko. Über 30 Millionen Fernsehzuschauer. Blaue Bisterrand, rote Tor und weißer Schnee. Ich hätte es nie gedacht. Crazy. Zu bien vu. Le plus gros coup de pub de tous les temps. Sensationell. Vielleicht ist halt doch nicht alles genau so, wie es aussieht. Ja, dann ist der grösste Marketing gut. Jünger als man denkt. Eine besondere Aktion zum 20-jährigen Jubiläum unserer Partnerschaft mit Swiss Ski. Ja, das ist ja gar niemandem aufgefallen. Okay. Das war ein guter Mann. Jetzt hat er mich schön verwünscht. Mon abonnement. Hey Bruno, du musst dir keine Sorgen machen. Dein Abo ist gesichert. Wer blau, rot und weiss sieht, der denkt doch sofort an Swisscom. Und das vergisst man nie mehr. Nach der Rennen waren die zwei überall verteilt. Als dann die Touristen nachher auch noch Hilfe hatten. Thank you.